Servus und mal wieder herzlich willkommen zurück. Es wird natürlich wieder dunkel. So, aber ich denke mal, dass wir zumindest das Dach heute fertig bekommen sollten. Und dann muss ich noch ein paar Drawer machen. Ein paar viele. Aber kriegen wir alles hin. So, wie sieht's denn? Damit Inventarplatz schon mal nicht gut, aber wie sieht's denn mit Holz aus? Ein Stack, das könnte knapp werden. Ich packe mal noch hier ein bisschen Erde weg. So, das müsste reichen. Ich mache jetzt auch mal den Kram hier gerade mal kurz rüber. So, so. Warum habe ich eigentlich schwarze Wolle? Ah, aus dem NPC-Dorf. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. So. Slabs brauche ich jede Menge. Ich würde mal sagen, ich bin auf der sicheren Seite, wenn ich den hier mache. Flupp. So, dann legen wir mal los. So. Ich dachte gerade, da wäre ein Wal. Ist irgendwie interessant, wenn man was nur aus dem Augenwinkel sieht, wie sehr man sich da doch irren kann, was das ist. Für mich hat der Tint wirklich gerade ausgesehen wie ein Wal, ich weiß auch nicht warum. Aber da hatten wir ja letztens auch welche gesehen, ne? Auf der Pseudo-Hundereise. Wo wir sogar einen Hund gefunden haben, aber der ist uns wieder stiften gegangen. Das war nicht so cool. Der wollte wohl nicht. Das ist schade. Ich hätte auf der anderen Seite anfangen sollen, ne? Dann würde ich auch wieder hochkommen. Och Mann. Ja, das ist jetzt ungünstig. Wenn nicht, mache ich das mal gerade so. Flup, 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 flup. So, und was auch ganz cool ist, vielleicht für den einen oder anderen. Der Mr. Fail hat ja, wie schon öfter angekündigt, aber noch nichts ist passiert, ne? Hat ja auch ein neues Mikrofon seit einer Weile. Und wollte ja jetzt auch wirklich mal anfangen. Und es sah eben danach aus, als ich noch kurz in Steam geguckt hatte, als ob er gerade aufnehmen würde. Denn er spielte das Spiel, das er Let's Playen wollte. Und er hat gestern noch gemeint, dass er eventuell heute wirklich mal anfängt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob da morgen oder so mal die erste Folge rauskommt. Wäre ziemlich cool. Wäre ganz cool. Ich weiß ja nicht, ob ein paar von euch Interesse an Factorio haben. Aber eigentlich ist es ja ein sehr, sehr cooles Spiel. So, dann hier noch rüber. Wäre da die Hälfte. Und ich glaube mal, wir brauchen noch ein paar Slabs. Oh, nur ein paar. Und ich brauche auch noch hiervon. Hey. Drei Stück. Das passt sogar noch. Ha. Sehr, sehr schön. So, aber das Dach kriegen wir definitiv noch fertig. Wir haben ja noch ein ganzes Stack Rohholz. Ha, und dann können wir bald mal die ganzen Sachen aus unserer Küche hier reinräumen. Da wieder Platz, Leute. Wir haben Platz. Ha. Muss er mal gucken. Dann müssen wir ja auch noch ein bisschen mit den Drawern rumspielen. Weil ich wollte ja mal die Controller austesten. Beziehungsweise getestet habe ich sie ja schon. Nur, ich weiß noch nicht, wie ich sie hier reinbaue. Gucken wir dann mal. Ich habe jetzt nur mal geguckt, wie ich die Regale anordne. Ein bisschen Platz haben wir da noch, keine Angst. Aber, ja, mal gucken. Wir brauchen ja auch noch diese Dinger zum Verteilen. Die müssen ja alle verbunden sein mit dem Controller, damit das funktioniert. So, ich hoffe mal, das reicht für den Rest. Ansonsten muss ich mich hier nochmal irgendwo durchbuddeln.
damit ich nochmal hochkomme. Ich hätte das von vornherein von außen machen sollen. Ich weiß auch nicht, warum ich das diesmal nicht so gemacht habe. So. Da gab es ja auch die Slaves, also die Controller-Slaves und diese... Wie hieß es? Diese Kisten, Kasten, die keine richtigen Drawer sind, sondern nur dazu da sind, um halt Drawer zu verbinden. Da muss ich mal gucken, wie die gemacht werden. Ich hoffe, wir haben genug Material. Ich meine, für die Kisten, die wir dafür brauchen, können wir ja das Holz nehmen, was wir aus dem NPC-Dorf geklaut haben. Ha, und es reicht. Das Dach ist fertig. Sehr, sehr schön. Autsch. Wir haben noch einen ganzen Stack Rohholz über. Ist das nicht ein Traum, Kinders? So, euch nehme ich auch schon mal mit. Das werden wir wahrscheinlich noch gebrauchen. So, aber das wäre dann der Kasten, ne? Ist, wie gesagt, nichts Besonderes. Da mache ich jetzt auch noch diese Umrandung drum mit den Treppen. Aber mehr wird's nicht. Aber reicht ja auch. Hier grenzt dann noch so ein bisschen das Feld an. Können wir dann auch noch Zaun ziehen und so weiter. Hier vielleicht sogar ein Stück länger. Aber ich glaube, das wird schön. Ich glaube schon. So, dann könnte ich auch eigentlich mal gerade wegen dem Weg gucken. Es fühlt sich immer so nackt an, wenn das nicht ans Wegenetz angeschlossen ist. Irgendwie Dingens. So. Also mal gucken. Mal schauen, wie es aussieht. Flipflop. Kann man machen. Vielleicht das hier mal noch gerade weg. Das kann ich ja jetzt auch reinstellen zur Not. Aber passt, dann hier vielleicht noch ein Baum hin, hier noch ein Baum hin. Und dann ist das schön. Hier haben wir sowieso keine Fenster, da kann ruhig noch ein schönes Bäumlein davor. Aber seht ihr mal, dann haben wir hier auf dem Weg auch nochmal eine Station. Und so fügt sich langsam aber sicher alles so ein bisschen zusammen. So, aber ich glaube, das hier mache ich noch einen Ticken anders. So, gerade hier mit der Laterne sieht das hier so ein bisschen gezwängt aus. Ich probiere mal gerade was. Wenn ich das jetzt einfach so mache. Und vielleicht noch den und den hier nehme. Das sieht, glaube ich, besser aus. So kann die Laterne auch einfach stehen bleiben. Alles gut. Sehr schön. Habe ich denn noch? Hier wahrscheinlich eher nicht, aber hier? Ja, Treppen. Dann machen wir das auch noch gerade. Nämlich bupp, 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 bupp. Ich glaube, hier hatte ich auch immer hingesetzt. Hey, bleib gefälligst da. So und so. Genau. Machen wir das hier mal noch gerade schön rundrum. Plupp, plupp. Hier brauche ich wieder Karpen, das. Zwei Stück habe ich noch. Das wird leider nicht reichen, weil wir das auf der anderen Seite auch nochmal brauchen. Bing boing. Den Hammer. Hier. So. So. Dann machen wir das noch so und so. Ach, aktualisiere schon. Genau, so sieht das gut aus. Dann geht's hier weiter und um die Ecke. Zack, zack. Hier auch wieder oben die Dinger dran. So. Und so. Runterfallen, ja. So. Hier den Sand. Den, komm, das machen wir auch gerade.
Dann tauschen wir auch noch schnell aus. Ich mag nämlich. Ich finde, das passt ja am Fluss nicht wirklich. Da habe ich lieber einfach Erde. Muss ich hinten um die Mühle auch noch machen, dass wir da den ganzen Kies und Sand da am Ufer noch wegmachen und durch Erde austauschen. Hier könnte ich auch noch ein Stück rüber gehen. So. Und das hier noch weg. So. Dann sieht das alles doch schon viel manierlicher wieder aus. Und ich habe sie ja sogar noch Kram zum Nachpflanzen hier. Wobei, wir lassen erstmal normale Erde drüber wachsen. Bei euch kann ich ja einfach schon mal hinstellen. Das müsste ja trotzdem normal wachsen. So. Vielleicht dann hier. So. Da. Und flup, flup. Gut, dann aber mal noch gerade schnell schlafen gehen. Und dann muss ich mal nochmal gerade gucken, wie das mit den Carpenters-Dingern war. Ich vergesse das immer wieder, wie das funktioniert. Mit den Treppen. Wobei, hier von denen habe ich noch. Das sollte dann gehen. Aber erstmal schlafen. Ich sehe ja selber kaum noch was. So. Und ich glaube, das war dann einfach so, ne? Genau. Ha. Ich habe mich erinnert. Hey. Was? Warum auch immer das gerade so gebaut wurde? Nee, nee. 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 Dann noch drehen. So. Dann brauche ich euch nicht mehr. Flup, flup. Dann kann der Hammer wieder weg und ihr könnt wieder weg. Und den Rest noch fertig machen. Zack, zack. Und zack, zack. Sehr gut. Hier haben wir jetzt halt keine Fenster, weil da halt Regale vorkommen. Aber hier haben wir dann ein bisschen später Ausblick auf das Weizenfeld. Ich glaube, das wird ganz schön. Dann habe ich noch Türen und Glas. Glas habe ich hier noch. Aber Türen nicht. Warum sollte ich auch mehr Türen machen, als ich brauche? Ah, wobei, nee, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Fenster wirklich in der richtigen Position sind. Deswegen lassen wir das mal noch. Aber ich kann schon mal anfangen mit den Drawern. So. Ich brauche sowieso jede Menge Kisten. Da führt kein Weg dran vorbei. So. Machen wir noch die fertig. So. Und hier noch. So, und dann war das doch einfach so und so. Genau. Draw. Ui, da brauche ich noch Holz für jede Menge. Uiuiuiui. So und so. 16 Stück. Das ist dann mal gerade so, keine Ahnung, ein Achtel von dem, was wir brauchen oder so. Ah. Aber okay. Erstmal hier andeuten, wie es denn sein soll. Hier die Wand wird komplett voll. Und dann kommen hier und hier und hier und hier noch rein hin. Und die Fenster passen. Die werden dann drei hoch. Ah, stimmt. Ich wollte hier ja dann noch eine Mauer hinziehen. Noch hier noch so einen Pfosten runter machen. Wo sind wir denn hier? Wahrscheinlich da, genau. Pupp. Dann kommt hier nämlich noch ein Pfeiler hin. Drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, sechs lang war es. Dann schließt das hier perfekt mit ab. Wobei, was ich dann mal noch gucken müsste. Ja, wie verbinde ich die ganzen Regale? Vielleicht erstmal, wie gehen denn überhaupt diese komischen Dinger? Ups, Drawer. Da komm.
Das sind diese Trims, genau. Den kann ich das verbinden. Ah, okay, das geht ganz einfach. Kriege ich auch viele von raus immer. Gut. Lasse ich das in den Boden ein, also Strecken, oder mache ich das über Dach? Ich glaube, ich lasse das einfach in den Boden ein. Dann kann man ja einfach hier so rübergehen mit diesen Trims. Jetzt natürlich hier super hingebaut und ich muss auch die Erde mal wegmachen. Also dann hier so durchgehen, dann sind die Regale hier verbunden, dann machen wir hier noch einmal rüber. Machen wir da Trims hin, dann sieht das auf dem Boden zwar ein bisschen anders aus, aber das stört ja nicht. Dann kann ich irgendwie hier so auf die Ecke, kann ich den Controller setzen oder vielleicht auch in den Pfosten hier rein. Gucken wir mal. So, aber jetzt mal die Erde weg, die nervt. Plupp. Tür könnte ich auch mal machen. Aber die Fenster kann ich jetzt definitiv einsetzen. Bing. Und Bing. Und Bang. Zack. Ja, aber das wird so das Layout von diesem Lagerhaus. Und beleuchten könnte ich es auch mal, ne? 8 Stück. Das reicht gerade für außen. So, so. Oder auch nicht. Wir haben hier noch die Mittelpfosten. Da kommt ja auch eins dran. Ne, dann hole ich mal noch gerade den Chisel. Kann ich gerade diese 16 noch hier machen? Dock. Und du wieder weg. Das sollte reichen. Na. Ah, und ich bin schon wieder am Verhungern, das ist nicht so toll. Zack, zack, zack und hier noch. Wie immer. So, dann ist mal rohe Kartoffeln futtern, lecker, lecker. Wintersquash. Bisschen von dem Kram kann ich mir eigentlich aufheben, dass ich das eigentlich direkt hier einsortieren kann. Ist ja das eigentlich alles von Pam's Harvest Craft. Kommt ja alles hier rein. So. Sind wir wieder gefüttert. So, und dann wollte ich die Trims machen. Genau. Beziehungsweise ich wollte Fackeln erstmal aufhängen. Flupp. Hey, flupp. Vielleicht hier und hier. Und da. Und dann gucke ich mal, ob das reicht. Wenn nicht, kann man ja vielleicht sogar noch Hängelampen hier runter machen mit den Gartenlaternen. Ich glaube, das wäre auch noch ganz cool. So, dich mache ich gerade erstmal hier hin. So, und die Trims waren so und Sticks. Ah, 24, mal gucken. Ah, passt. Sind sogar zu viele. Ja, und es sieht auch nicht so schlimm aus. Das passt ja vom Boden her. Und ich glaube, ich lasse das dann wirklich hier so ein. Dann haben wir hier nicht noch so was vorstehen. Das ist immer ein bisschen doof. Ja, doch. Okay. Allerdings brauche ich jetzt noch jede Menge mehr Drawer. Ich mache jetzt erstmal hier draußen noch Kisten. Noch Kisten. Ja. Klack. Und zack. Und hier so. Und da so. Dann kriegen wir das ganze, ich sag mal, Schrottholz auch noch weg. So, allerdings wird unser Spruce Wood definitiv nicht mehr reichen. So, 19 Stück kriegen wir noch. Das war's dann aber. Dann müssen wir hier gleich wieder ein paar Bäume fällen. So. Und hier noch lang. Und so. Aber das wäre auf jeden Fall schon mal das Layout.
Es wird jetzt noch 3 in die Höhe gehen. Dann haben wir hier, das müssten 11 sein. 1, 2, 3, 4, 5 mal 2 plus 1 sind 11. Jawohl. Und immer 6. Das heißt, hier haben wir 33. Hier haben wir jeweils 18. 18 mal 4 sind 72, oder? 40 plus 32, jo. 72 plus 33 sind 105. Und das reicht für alles. Ich glaube, es sind, wie gesagt, knapp unter 100. Haben wir noch ein paar frei, falls noch irgendwie was Unvorhergesehenes passiert, falls ich was übersehen habe, falls noch was dazukommen sollte in zukünftigen Versionen. Und wenn es komplett hart auf hart kommt, kann man es immer noch 4 hoch machen. Das würde auch noch gehen hier. Auf jeden Fall haben wir hier genug Platz. So. Aber dann haben wir das hier doch schon mal ganz gut vorangebracht. Ich mache jetzt noch eine Tür. Wenn ich denn noch genug Holz hätte, habe ich noch hier irgendwie was drin. Ich habe hier sogar noch eine Tür drin vom NPC-Dorf. Läuft. Zack. Ha. Und dann wäre das Ding auch fertig, soweit. Schön, schön. Na? Spielen? Nicht hängen bleiben. Ah, danke schön. Wobei die Aufnahme wäre jetzt sowieso zu Ende. Ich wollte noch eine Sache gucken, und zwar auf der Map. Jo, fügt sich doch an der Stelle ganz gut ein. Das kann man definitiv machen. Ich finde es schön, dass man hier auch so ein bisschen die Rillen und die Schatten sieht. Das wirkt immer so schön. Also es wirkt immer schön ein bisschen mehr dreidimensional. Ach ja, und hier die Umrandung. Könnte ich eigentlich auch mal nochmal gucken. Ha. Ha ha ha. In der nächsten Folge definitiv nochmal den Bambusblock abernten gehen. Hehe. Das machen wir dann auf jeden Fall. Gut, aber das wäre es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir noch ein bisschen Holz machen, dass wir hier die Drawer fertig bekommen. Und dann geht's ans Einräumen. Ich freue mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.